Heute gehen wir mit Milan das 24-seitiges Gespräch. Einmal jetzt zurück in der Musikgeschichte. 50 Sound, Rock'n'Roll, Tanzen. Das ist deine Welt. Vielen wird der eigentlich schon jetzt ein rechter Begriff sein, weil in Graubünden ist er einer, der das seit Jahrzehnten macht. Aber erst, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, Chris. Ich bin gefunden. Hier neben deiner Bankerkarriere und auch konzertmäßig sind wir wacker unterwegs. Immer eigentlich. Immer wieder. Ja, irgendwie gibt es Nachholbedarf, das haben wir gemerkt. Wir haben noch nie so viele Anfragen gehabt voraus. Und das ist unheimlich schön. Genieße ich sehr. Hat das wirklich ein bisschen gefehlt? Also bei den Leuten, aber auch bei den Veranstaltern? Ja, also ich glaube, bei den Leuten sicher, das merken wir. Bei den Veranstaltern war halt die Verunsicherung lang gross gewesen. Ich glaube, man getraut sich jetzt wieder. Und das ist schön, oder? Nur wenn man etwas wagt, dann gibt es Begegnungen, gibt es Musik, die lebt. Und ich glaube, bei Musik geht es schon darum. Wenn sie nicht live erleben kann, dann fehlt etwas. Mhm. Du bist jetzt der Sommer, also hast du auch schon auf einen Herbst ein paar Termine? Oder sind die Leute dort noch ein bisschen zurückgehalten? Falls jetzt Corona doch irgendwie ein Comeback-Show macht, also, im Elvis-Universum zu Nein, wir haben wirklich das Konzert davor, das ganze Jahr gebucht. Und lustigerweise auch in schönen Abständen. Also wie wenn du es selber buchen dann würdest du es vermutlich etwas so machen. Ja. Ist es vielleicht auch einfach bei dir so, dass du so gut ausgebucht bist, weil du einerseits, weil du halt eben unterschiedliche Formationen anbietest, oder? Das macht es doch. Es ist an und für sich immer ein ähnlicher Sound, aber es ist doch in unterschiedlicher Spielweise, oder? Ja, ja, ich glaube, es hat mit dem zu tun. Das ist natürlich, man kann an mehr Orten spielen mit verschiedenen Formationen. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie du auch. Du musst etwas mit Herz machen. Ich glaube, dann hat es immer eine Chance. Wirklich mit Herzblut, mit Freude. Und es ist auch ein grosser Teil, ist natürlich auch Fleiss. Das heisst, du musst ein gewisses Marketing musst einfach machen, damit deine Produktion auf die Bühne kommt. Ich glaube, das gehört auch zur Ehrlichkeit, das braucht beides. Ja, wie viel ist denn auch einfach administrativer Aufwand? Oder kommt irgendwann der Punkt, wenn man so hartnäckig wie du immer wieder Musik macht und immer wieder unterwegs ist, kommt der Punkt, wo einem die Leute selber anrufen? Oder muss man doch auch immer noch... Jetzt nimmst du auch noch das Telefon in die Hand? Ja, natürlich. Nein, natürlich. Natürlich. Also ich glaube, ein grosser Teil von gutem Marketing ist natürlich einfach, dass du sehr erreichbar bist. Dass du gute Infos parat hast, dass man sieht, was du machst. Und dass du schnell reagierst. Ich glaube, das ist ein grosser Teil. Man muss dich finden. Und wenn natürlich eben, du hast gesagt, Jahrzehnte, wenn du 30 Jahre Musik machst, man findet mich heute in Graubünden ein bisschen darüber raus. Und das ist natürlich schön, wir haben viele Anfragen. Ja, und sonst fragt man einfach jemanden, ja, der hat dich genau getroffen. Genau. So, was wir auch gerne machen, ist natürlich weitervermitteln an Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich etwas Wunderschönes, wenn du kannst, vielleicht auch jüngere Bands, Gigs vermitteln. Mhm. Weil wir schauen schon, dass, wenn man uns fragt, dass wir auch passen. Das finde ich auch wichtig, oder? Dass du die Erkundung schon. Ja, du kannst natürlich nicht mit so Rock'n'Roll und Metal Festival. Ja. Das würde jetzt nicht so funktionieren. Ja, oder mit Love Songs bist du auch limitiert auf jetzt in unserem Fall jetzt ruhigere Anlässe. Das ist wirklich eine Nische. Und das können wir eigentlich sehr genau abklären. Oder Jazz Festivals sind für uns auch sehr, sehr lässig. Und mit Chili, mit der Rockabilly-Truppe, ist natürlich ein bisschen eine Universalwaffe, wo Festivals natürlich spannend sind zum Spielen. Hat es auch schon den Moment gegeben, wo ihr irgendwo gebucht worden sind und du irgendwie bevor du auf die Bühne gegangen bist und gefunden hast, das ist nicht richtig oder so? Also wir geben uns ja viel, wir müssen es vorher abklären, aber ja. Ich liebe es ja persönlich, wenn du auf die Bühne kommst und es sieht aussichtslos aus. Weil du das Gefühl hast, ups, da sind wir jetzt nicht optimal. Ja, es gibt etwas zu holen. Und das motiviert mich wahnsinnig. Und wenn vielleicht andere dann eher blockiert sind, das motiviert mich wahnsinnig, weil ich finde, es muss, wenn es irgendwie gut ist, was machst, muss es dir doch gelingen, dass das kann berühren. Und
Und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass du machst und dass du eben Herzblut reinlässt. Wir sind nämlich die ganze Formation. Ich spiele natürlich sehr gerne für uns. Das gibt es auch Grundboden, dass du selber das für dich gerne machst. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Aber wir haben schon alle auch den Ehrgeiz, dass wir natürlich der Hinterste und der Letzte im Publikum gerne für uns gewinnen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Antrieb, der fair ist, wenn du ein Publikum hast, das natürlich Eintritt zahlt. Es gibt aber sicher auch, also hat es auch schon mal einen Moment gegeben, wo es nicht so gut geklappt hat. Also ich stelle mir selber nicht mehr so vor, weißt du, ich habe natürlich schon 30 Jahre zusammen gespielt. Sicher, ja. Dann ist es, kann's also gut funktionieren. Aber ich möchte etwas aus dem Archiv von Amperest, wo die Haare noch so dunkel waren und noch so gewisse Unsicherheit da war. Ach, ich bin nicht so sicher über mein Ding. Aber natürlich, also, wo wir angefangen haben, wir haben in Heavy Metal Discos gespielt mit einer kleinen Rock'n'Roll-Truppe und haben natürlich am Schluss müssen aufpassen, dass wir nicht zusammengeschlagen werden, wo wir eine Gage holen, weil das hat jetzt niemand interessiert. Und das Highlight war, wir haben auch wirklich in der Anfangszeit, wir haben natürlich auch schon gespielt an einem coolen Ort, wo man uns in der Pause gesagt hat, ihr seid fertig. Oh, dann zu Wort. So, das wäre es gewesen. Ich glaube, ich habe Respekt vor jedem, der auf der Bühne steht, weil ich weiß, was es braucht. Es braucht so viel, dass es zusammenkommt, dass es gut ist. Und ich meine, man sagt ja immer, wenn du Leute einen schönen Abend machen willst, dann bring sie auch zum Lachen. Und wenn du einen genialen Abend machen willst, dann bring sie auch zum Brüllen. Und ich glaube, das ist wenn du Emotionalität hast in einem Programm, ist eigentlich gleich in welchem Stück. Dann hast du eine gute Chance, dass das eben nicht passiert. Und das ist schon lange nicht mehr passiert, dass man wirklich nicht mit einem super Gefühl hat. Nein, dass man nicht mit einem super... Nein, der Blues Brothers, das finde ich cool, wenn es so ist. Aber dass man nicht mit einem guten Gefühl hat, werden, das haben wir echt schon lange nicht mehr gehabt. Was mich bei dir immer verwundert, gehst immer mit einer gewissen Leichtigkeit und auch mit einem Humor dran. Ja. Ist das, weil vielleicht nie irgendjemand gekommen ist und zu dir gesagt hat, sorry, jetzt haben wir es dann langsam gehört mit der Zinsschüsse? Könnte man sagen, weil es ist schon, also mir dünkt es gibt sicher ein, zwei Leute, die jetzt das vielleicht irgendwie nicht mehr so spannend finden oder so. Ja, geht dir die aus dem Weg oder schaffst du das mit deiner positiven Art, die einfach wegzudrängen? Nein, es ist ja freiwillig. Deine Frage war, Lockerheit, Humor, ja. Also ich bin überzeugt, es wird nicht besser, wenn du ernst hergehst oder verknarzter. Das machen viele. Auch Gigs kriegen. Ich glaube, je leichter dass du das nimmst, mein Leben ist nicht so ernst, wenn wir alle tun. Es gibt noch ernste Themen. Aber Shows, Entertainment, Musik ist jetzt das Kontrastprogramm auch. Es ist Ferien im Kopf, aber nicht nur, es ist nicht nur Spass und Unterhaltung und Ablenkung, natürlich auch, aber es ist auch Eintauchen in etwas wunderschönes, wenn es kannst geniessen. Und das wird nicht besser, wenn du verknarzt bist oder ernst, und darum, ich glaube auch in der Musik geht es einfach darum, mit guten Leuten, menschlich guten Leuten und natürlich musikalisch, ich habe jetzt Glück, zu mit Leuten spielen, die 100 Mal besser sind als ich. Dann ist das einfach etwas Wunderschönes. Und das kannst du nicht erzwingen, das musst du einfach fliessen lassen. Ich glaube, wenn du fliessen lässt, auch menschlich was passiert, dann holst du das Maximum raus. Und dann hast du auch einen Austausch aus dem Publikum. Mit Publikum ist es genau gleich. Und was viele haben, ist Angst. Oder? Wenn du mit Angst auf die Bühne gehst und mit dem Druck, den du ja in der Leistungsgesellschaft sowieso hast, dass du immer leisten musst. Dann limitierst du dich. Und ich habe es irgendwie am Tag einmal für mich umgedreht, ich weiß nicht warum. Aber Gedankenspiel einfach gesagt, im Prinzip, es geht nicht darum, zum jetzt herauszufinden, wie gut ich bin auf der Bühne, ich will herausfinden, wie gut ist das Publikum. Und dann bist du in der lustigen Situation, dass du zumal sagst, ja, jetzt schauen wir mal, was ihr könnt, ob ihr begeisterungsfähig seid. Und wenn du das machst, dann kriegst du ein Schmunzeln, weil es ist so verkehrt eigentlich, dass der Rest einfach Geniesser ist. Und das so mache ich. Wie wenn der Affe im Zoo findet, so, schau mal, wie die lustig reinschauen. Ja, oder wenn du Golf spielst, wenn du Golf spielst, musst du eine Ausrüstung kaufen und du zahlst Eintritt, um etwas zu machen, was du gerne machst. Und wenn du aber realisierst, wenn du Musik machst, dass du etwas machst, was du liebst, sogar noch zahlen. Und,
Yeah. Im besten Fall. Und die Leute durch das zahlen. Wenn du mit dem Gedanken, weißt du, so die 2-3 Sekunden bevor du rausgehst, wenn du das einmal vergegenwärtigst, dann kommst du mit einem Grinsen auf die Bühne, weil du kannst ja gar nicht anders. Weil das ist ja eigentlich eine verkehrte Welt. Ja. Und das führt zu der Lockerheit, die ich einfach finde, die macht schon viel aus. Ja. Es ist angenehmer mit jemandem. Living the dream. Oder? Ja. Ja. Oder ist und realisieren, dass man kann geniessen kann, ja. Ist ja etwas Schönes. Ist vielleicht auch die Lockerheit, ich habe da letztens mit der Thomas Graf da von Megawatt. Und sie, trotz mega Erfolg und aktuell das Nummer 1 Album draussen, schaffen sie immer noch in ihren Jobs? Also ist das auch vielleicht ein bisschen die Sicherheit, die man braucht und dass man nicht, dass man alles darf, aber nicht muss? Also wenn du, das haben wir auch gesehen in der Pandemie, als Profimusiker musst spielen. Überall musst du spielen, du musst ja alles annehmen, was du kannst. Und ich habe viele Kollegen, die Profimusiker sind, Kolleginnen. Ist das natürlich auch etwas, was Druck gibt? Weil du gehst natürlich auch in Situationen rein, wo du nicht suchst oder wo du nicht so kannst geniessen. Wenn du, ich sage immer, ich bin zwischen Amateur und Profi, ich bin Profiteur. Profiteur? Weil du genau kannst eigentlich auslesen, was du machst und natürlich dann eben mehr passisch, wo du spielst. Und das ist natürlich etwas, was schön ist. Ja. Aber ich meine, wir alle haben so einen Gesamtdruck aus dem Leben raus, wo du Verantwortung trägst, wo du musst funktionieren, wo du musst auch schauen, wie deine Brötchen verdienen, Gio auch. Mit der Zeit müssen wir irgendwie gut umgehen. Das Fazit ist gleich, egal was du machst, es wird nicht besser, wenn du dich verkrampfst. Mhm. Und darum, probier einfach mit dem, was du kannst, das gut einzusetzen, auf eine positive Art und halt täglich auch dazu lernen. Mhm. Inwiefern hat deine Haltung und allgemein, also das, ist eine sehr musikalische Familie, inwiefern hat das deine Töchter beeinflusst? Ich weiß nicht, ob beide jetzt schon eigene Band haben oder so. Ich habe nur letztes Mal die eine gesehen und dachte, die kenne ich doch irgendwie so. Mal. Aber noch ein bisschen kleiner, wenn ich sie kenne. So. Also macht dich das auch sehr stolz? Ja, natürlich. Das ist natürlich der Wahnsinn. Nein, sind nur noch nicht im richtigen Stil, oder? Nein, das ist klar, sind sie im richtigen Stil. Das, meine, das ist genau wichtig, oder? Ich finde es schön, haben sie Musik für sich entdeckt und sie machen ihr Ding. Beide haben Formationen. Schön ist, dass wir etwa noch Sachen zusammen machen. Das ist wirklich noch cool. So ein Auftritt, Gastauftritt und so. Und das ist einfach ein Zugang, glaube ich, wenn du den hast. Logisch bist du dann stolz und kannst das geniessen. Aber es ist wichtig, dass sie ihr Ding machen, das machen sie auch. Und dass man das gegenseitig cool findet, ist ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich kann mich erinnern, sie haben doch einmal wo Charms noch kam, hast. Dort hast du sie ab und zu auch mal auf die Bühne geholt. Ja, schon was geklickt. Hat das so wie zu viel entzündet, meinst du? Ja, also bei uns auch das ist ja sehr musikalisch. Musik war immer das Thema gewesen. Ob wir jetzt selber gemacht haben oder Sachen sind gelogen oder Freunde sind auch viele Musiker. Das ist einfach immer das Thema gewesen, wo jedem wünschen, weil es auch ein gutes Ventil ist. Auch eben zur Welt, wo wir heute leben, ist das einfach ein schönes Ventil. Das ist eine positive Geschichte. Und ob es jetzt Sport ist oder Musik, spielt eigentlich keine Rolle. Aber jeder sollte so etwas haben, wo er sich kann verwirklichen kann. Bei uns war das immer ein Thema gewesen, aber ich hätte jetzt auch Freude, wenn es im Sport extrem viel würde. Sie sind auch sportlich aktiv. So. Ja. Also das ist immer das Ding. Die sagen ja das App, oder? Das läuft immer noch nicht mehr an. Die haben ein ganzes Polysport-System entwickelt. Darum sage ich, es ist eigentlich gleich, was du machst. Ob Sport oder Musik, mach es mit Herz. Mach es einfach mit Herz, wie du auch. Du machst deine Sendungen mit Herz. Gibt es bei euch, also weißt du, ich stelle mir das immer vor, wenn man über die Familie ist, an den Tisch hockt, da läuft immer etwas. Also gibt es bei euch nicht irgendwie, dass ihr sagt, ja, mal, jetzt ist es gut, oder jetzt chillen wir es einfach einmal. Nein. Wir spielen noch kein Konzert und machen nicht irgendwelche Projekte. Also bei uns, auch wenn du jetzt sagst, locker und entspannt und so, es ist natürlich nicht immer so. Wenn du Familien ansprichst, sehr persönlich, natürlich, wir haben bei uns fliegen Fetzen, wir sind spanische Ideen in der Familie, da fliegen Fetzen. Wir sind sicher eher eine Gruppierung von temperamentvollen Leuten. Und da fliegen Fetzen, da gibt es Ambitionen, ist aber auch lässig und schön. Natürlich haben wir auch unsere Herausforderungen, aber
Das Rezept, ich bin sicher der ruhigste Pol dort, vom Typ her, ist einfach das, was macht das Leben aus, Emotionen am Schluss. Und lassen sie laufen, dann ist es auch ehrlich und direkt. Und das ist etwas Schönes. Und wenn du eine Familie hast, die eine positive Stellung hat in deinem Leben, mit allem, was dazugehört, du kennst, es ist nicht immer einfach, oder? Wenn du das hast, wenn du Musik hast, die dir gefällt, wenn ein Job hast, der dir gefällt, und dann schaust du das selber nicht noch zu kurz kommst, bei allem, was musst liefern musst, dann ist das doch fantastisch. Aber es ist chaotisch, total ist chaotisch. Du beschreibst es so, wie es harmonisch ist. Natürlich haben wir auch unsere Kämpfe und es ist schon Jonglieren immer gewesen. Das wird es auch immer sein. Ich kann mich erinnern, sie ist glaube schon bei den Flames irgendwie dabei gewesen. Also diese Frau, oder? Ja. Hat sie, also ich stelle mir es jetzt einfach einmal so vor, eben, du sagst, sie hat ja spanische Wurzeln. Hat sie den 50-Sound auch immer cool gefunden oder hast du den hier so ein bisschen untergejubelt? Nein. Sie sagt mir klar, das hat sie immer schon cool gefunden. Wir haben es einfach relativ früher kennengelernt und sie ist sicher lang im Schatten gestanden von meiner Bands. Am Anfang hat sie mitgemacht. Sie war auch sehr, sehr schüch gewesen, wie ich auch. Du warst schüch gewesen, wenn? Ja, genau. Sie ist sehr schüch gewesen. Und sie hat sicher lang bei meiner Bands einfach mitgemacht. Und darum haben wir ja gesagt, vor 7 Jahren, ich glaube, Zeit, dass du mal etwas machst. Und darum hat sie ja Chili con Carne gegründet, wo sie Leadsänger ist. Und wo man auch sieht, dass sie, aus meiner Sicht ein grosser Entertainer ist, wo ich mitspiele und das geniesse. Aber also vom Sound her ist das doch, wenn man eines von deinen Projekten auslässt, ist das noch am ehesten etwas anderes, nicht? Ah, sie, Rockabilly, es ist doch... Nein, es ist... Also Rockabilly ist Rockabilly. Charms war Rock'n'Roll, ein bisschen breiter, mit Sax, cool gewesen. Love Songs ist schon völlig anders. Es sind einfach, also ich glaube, feinere Musik kannst du nicht machen, feiner und man sagt ja, coolster Laut. Und Big Bands, das Mountain Rap Bag, ist natürlich auch eine Klasse für sich, das sind 30 Musiker. Da bin ich nicht ganz so entspannt am Anfang. Ja, das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte oder so etwas. Ja, es ist nicht nur auf der Bühne stehen. Natürlich, je grösser das Bühne wird, desto mehr musst du auch überwinden und wachsen. Und das habe ich schon können lernen, dass man kann wachsen kann. Das ist schön. Schön. Oh, ich habe schon ausgezogen. Darum sage ich, oder? Natürlich, Humor. Ich probiere auch viel mit fast schon grösser Wahn aufzutreten, weil ich sage, denk gross, da gibt es lässige Sachen. Aber natürlich sehen zum Teil, mit wem ich auf der Bühne stehe, bin ich sehr demütig. Ja, bin ich schon. Du hast es gerade angesprochen, also das Mountain Rat Pack. Es ist immer so ein bisschen kritisch, ja, machen Sie es jetzt nochmal? Und nachher machen Sie es gleich wieder. Und ja, also machen Sie das einfach, bis Sie alle pensioniert sind. Und dann, nein, oder das ist keine Koketterie. Ist das? Nein. Also jetzt sind wir das 10. Jubiläum, oder? Das 10 Jahre das Jahr. Aber du glaubst nicht, und wir tragen das volle finanzielle Risiko. Wir drei. Der Guia, der andere und ich. Und es läuft immer so ab, dass wir sagen, es ist so schön zu machen, wir machen das. Und dann haben wir volle Halle, bis es so weit ist. Ist natürlich eine kleine Nervle da, dann kannst du relativ entspannt sein. Und dann ist der Zirkus vorbei, das ist auch organisatorisch. Ist es eine Kiste, wo wir sind gut organisieren, aber es ist eine Kiste. Und dann ist die Show vorbei und dann hast du alle Glücksgefühle, Hormone. Und dann, früher haben wir immer gesagt, wir machen es nochmal. Und nach dem dritten Mal haben wir gesagt, hey, wir müssen das überlegen, weil es ist eine Kiste. Und jetzt läuft es immer so ab, dass wir am Tag drauf, nach der Show, gehen wir zum Mittagessen. Und dann wird es nüchtern nochmal besprochen. Und also nicht drei Schüsse quasi. Und dann haben wir gesagt, gut, das 10. müssen wir jetzt wirklich fast machen. Ja. Weil das ist so eine positive Geschichte. Aber in künftig, das müssen wir wirklich jedes Mal überlegen. Wir schauen an, ob die Leute kommen. Weil, wie du gesagt hast, ist es auch 10 Mal. Vielleicht werden wir es am Tag nicht mehr sehen. Aber es ist schon sehr schön. Ja, nein, das ist aber irgendwie die Diskussion, die ich mal mit dir gehabt. Wir haben doch geredet über das wunderschöne Projekt, das wir zusammen gemacht haben. Also, respektive, du hast dort ziemlich viel organisiert. Musik unterscheidet nicht. Ja.
ihr habt schon mitgemacht beim Heidi und unvergessen. Und dann hat es mich ein bisschen irritiert, dann haben sie es ein zweites Mal gemacht und dann war der Hampa irgendwie nicht mehr dabei gewesen. Also vorher, ja. Dann hast du mir irgendwie mal gesagt, das war glaube ich am Mundart-Festival, ich habe mich getroffen, und dort hast du mir gesagt, so irgendwie, du möchtest nicht die zu wiederholen. Und dann andersrum haben wir ein Projekt wie das Mountain Red Pack, wo ja seit 10 Jahren das Gleiche ist, oder? Ja, also das... Nein, ich mag schon, mich zu wiederholen. Das ist, ja, also inwiefern... Oder habe ich die dort einfach falsch verstanden, oder? Nein, du hast irgendwie gesagt, so einmal ist super und noch beim zweiten Mal muss man sich das wie überlegen. Also dort bin ich konzeptionell... ich habe dort geholfen, an alles auf die Beine zu stellen. Der Pro im Firmis, wo könnte funktionieren, dass man breit kann für das Thema Inklusion sensibilisieren. Ja, und hast auch recht viel beitragen. Also ja. Hast einige Beiträge. Und haben als Künstler da mitgemacht. Und ja. Die Wiederholung war vielleicht eher gewesen, das Konzeptionelle habe ich nicht so gerne wiederholen. Mhm. Also Kopfarbeit, Konzept. Ich bin schon eher der. Ja, nein, sie sind beides. Also, auf der Bühne steht. Aber auf der Bühne ist es so. Immer habe ich mein Ding. Immer. Und da gibt es natürlich Wiederholungen im Stil, aber du weißt selber, kein Konzert ist gleich. Das ist nie eine Wiederholung. Wenn ich dort nicht mitgemacht habe als Künstler, ist es vielleicht mehr gewesen, ich kann mich einfach nicht teilen. Ich habe mich auch überlastet. Und wenn du etwas machst, glaube ich, musst du es richtig machen und dann musst du einfach auslesen. Gut, ihr habt ja dann auch noch die Benefiznacht gemacht, wo mich auch eingeladen hast. Ja. Ich habe eine Freude gehabt, dass ihr mal eingeladen werdet. So, ja. Gegenseitig. Aber dort auch irgendwie. Dort hast du dann auch gefunden, irgendwie nochmal eine Benefiznacht. Nein, auch nicht. Wir machen pro Jahr eine Benefizgeschichte, wenn sie sich ergibt. Und nicht mit Chili, oder? Ist gleich mit wem. Meistens für behinderte Menschen, wenn auch Freunde, die mit Beeinträchtigungen haben, wo ich völlig ein anderes Bild habe seit dem Projekt, will ich sagen, dass Leute mit Behinderungen sind teilweise viel freier als wir, weil sie viel weniger Hemmungen haben und teilweise sehr also, lässige Leute intelligent. Sie mit einem das Projekt machen, oder? Das ist ja, also dort haben wir beide profitiert, ja, wirklich. Und wir haben uns auch befreundet mit Leuten mit Beeinträchtigungen. Das ist etwas Schönes. Oder für Kinder machen wir auch einmal im Jahr etwas, wenn es sich ergibt. Mhm. Weil ich das wichtig finde. Aber ich finde dann auch gut, wenn ein bisschen Abwechslung, oder? Wenn du nicht der gleichen Institution immer zur Verfügung stehst. Ich finde das noch wichtig, damit auch andere können. Ja, und das auch nicht jedem. Jetzt könnte man etwas spenden, irgendwas machst, oder? Nein, das muss sich immer ergeben. Ja. Ein bisschen picky sein, oder? Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, das ist ein Gefühl. Schlecht. Muss einfach passen. Ja. Und wenn du es machst, mach es richtig und sonst lohnt es. Ja. Ja, was... Ich weiß eben nicht, ob wir letztes Mal schon darüber geredet haben. Oder, ich weiß noch nicht, über was. Ja. Mit eigener Musik, oder? Es hat eine Zeit gegeben, wie in den 90ern, das hat er mit der Flames weißt du, ein Album gemacht. Dann ist das Rock'n'Roll Kids, hat es geheißen, glaube ich, die GKB-Geschichte. Ja. Vor 20 Jahren. Kinderchor. Ja, und mit der Jams hat er auch eine CD gemacht und so. Was machen wir mit Chili con Carne oder die Love Songs? Oder so? Hast du nie das Reisen gehabt, um mal etwas aufzunehmen? Wieder? Mal, also. Die eigene Songs, die ich geschrieben habe, gefallen mir ja heute nicht mehr. bis auf einen. Ich bin kein guter Songschreiber, glaube ich. Obwohl man sich ja selber nie so limitieren soll. Einen finde ich noch cool. Aber dieser schreibt Songs, die finde ich Hammer. Und mit Chili und Carne werden wir schon aufnehmen. Aber es passiert nicht. Mit den Love-Songs nicht, weil es macht keinen Sinn, weil die sind ja schon geschrieben. Das ist ja... Die gibt es ja schon. Auf dem Redpack ist das Gleiche, dort machen wir so wie eine Tribute-Show. Aber mit Chili, ich glaube, da ist schon Potenzial, dass man ganz coole Sachen noch machen könnte. Aber wir haben Zeit. Ja. Jetzt ist ja, also weißt du, du hast ja zwei Kinder, die auch aktiv sind. Sie denn nie auf die Mall, Weg kommen, Mall, Mall, sagen, Mall. Hey, komm. Hut. Ich kann dir Songs von ihnen zeigen, aber das müssen sie machen. Wo ich natürlich nicht ganz neutral als Vater finde, das ist schon noch.
eigentlich Hühnerhaut Wahnsinn. Also dort bin ich sicher, dass das irgendwann auch mal sich vielleicht etwas ergibt. Und so haben sie einfach für sich super Songs geschrieben, wo ich natürlich ein mega Fan bin. Überfordert dich das nicht? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also weißt, wenn ich auch mit den Lehrlingen rede und sie da ihre Lieder hören und so, das ist mir mega weit weg. Irgendwie so. Also ich fühle mich immer uralt, wenn ich so denke, was die Jungen heutzutage hören. Das hat mich nie interessiert, die Frage. Nein, das habe ich jetzt echt nicht. Wenn sie Sachen, wenn ich höre, was sie hören oder wir uns austauschen, gibt es Sachen, die mir gefallen, Sachen, die mir gar nicht gefallen. Aber so das alte Jungding hat uns nie interessiert. Es ist wie in der Musik. Es spielt ja keine Rolle, wie alt etwas ist. Die Frage ist doch, wie gut oder wie schlecht, nicht wie alt. Und gut ist es ja dann, wenn es dich berührt. Und da faszinieren mich einfach Musikmöglichkeiten, die du hast. Und gleichzeitig eben vielleicht fast noch mehr dort, wo die Möglichkeiten so klein waren, auch in den Studios, was die rausgebracht haben für den Sound. Und mit wie wenig, das ist eigentlich das, was mich fasziniert, mit wie wenig eben Gitarre, Bass und Schlagzeug. Ist eigentlich du, also, das etwas ist so Cooles so, kannst du machen, das fasziniert mich heute noch. So auch mit Stimmen. Dein Weg, weißt, mit den Jams, mit der riesen Formation eigentlich, dort haben wir einen Saxophon drin, zwei, und Sänger in Training sogar. Das war eine coole Truppe. Ja, ich kann mich dort wirklich erinnern. Du hast dich mit den grossen Kellen angerührt. Ja, und jetzt ist eigentlich so Back to Basics. Ja, Moment. Ja, ja. Oder? Also, eben, nimmst du das Redback 30 Leute oder die Love Song Show. Die Elvis Love Song Show, die gibt es ja auch. Als Vierte mit einer kleinen, feinen Band. Oder mit Streichquartett ergänzt. Das ist auch. Das hat etwas Hollywood-mäßiges. Aber ich habe es nie geplant. Die Sachen wachsen einfach. Bei den Charms haben wir am Anfang auch ohne Saxophon gespielt. Oder nur mit einem. Und wenn etwas läuft, dann hat es Leute, die sich interessieren, zum Mitmachen. Hast du eigentlich mehr so entstanden? Oder das eine gibt es andere und dann baust du es aus. Also wie könnte man sich bei dir melden, wenn jetzt irgendwie so ein bisschen. Ich kann nicht Also du weißt, ja, dass wir immer extrem Freude haben so an Kooperationen. Ja. Und das ist sicher auch etwas, was wir wieder ins Auge fassen, wenn wir auftritt, haben so Gastauftritt oder das Songs, die wir zusammen machen, das ist immer eine Bereicherung. Irgendwie haben wir mal am Kurfest so eine Show gemacht. Alles mit Gästen. Die habe ich sensationell gefunden. Und halt wirklich auch Leute, die jetzt nicht primär etwas mit Musik zu tun haben. Der Roger Ebli hat er ja dort geholt. Der Journalist. Er ist ein bisschen exo gewesen, aber... Oder halt auch einfach so ein bisschen die Musikszene zusammenbringen, oder? So näher wie Jans und so. Ja, das ist etwas, was ich immer probiere, dass man die Musikszene gerade ein bisschen aktivieren kann. Das ist nicht so einfach. Weil natürlich jeder, der Musik macht, das sind auch immer ein bisschen Egos, oder? Und ich wünsche mir einfach, dass man eben sich gegenseitig vermitteln, sich austauschen, miteinander etwas machen, das finde ich immer cool. Und statt darüber reden, bin ich einfach lieber der, wo mal eine Plattform gibt. Und wenn das mehr passieren würde, wenn man mehr Austausch hätte, würde ich das eigentlich cool finden, weil man kann den noch gewinnen. Es ist etwas, was ich ein bisschen vermisse, dass das nicht mehr passiert. Ja. Du hast ja auch eine Plattform Graubündenmusik auch irgendwie mit geschaffen oder irgendwie. Also GKB hat das ermöglicht. GKB hat ja das finanziert eigentlich auch für 2, 3, 5. 10, 15 Jahre? Nein, keine Ahnung. Im 2020. Ja, genau. So. Aber wie zufrieden bist du, was dort alles draus entstanden ist? Also ich bin sehr zufrieden. Gibt es die Plattform? Ja. Wenn du schaust, wer drauf ist, dann ist es ein schönes Abbild von Leuten, die ich nicht auf dem Radar hatte. Ich habe 2, 3 Leute gesehen, die ich gerne mal etwas machen würde, die ich auch schon kontaktiert habe. Hat sich jetzt noch nicht. Genau. Was man kann sagen, ist natürlich, dass die Pandemie auch ein bisschen auf dieser Plattform natürlich ein bisschen den Wind aus der Segel genommen hat. An Möglichkeiten, weil auch dort wäre natürlich Vermitteln von Auftritt ganz zentral gewesen. Aber ich bin überzeugt, dass man wieder hören von Graubünden Musik stärker in künftig in der Zeit. Also sind die dort immer noch, also ich weiß nicht, vielleicht geht es ein bisschen zu tief hinein, aber finden da GKB dann auch, ja, ihr versteht das jetzt so 2 Jahre. Ja. Nicht viel können passieren und findet, hey, und logisch. Machen wir weiterhin. Also die Plattform hat super reagiert, weil, wo man gemerkt hat, man kann zu wenig vermitteln, das war wirklich gerade im Höhepunkt der Pandemie.
hat sie einen Ratgeber rausgegeben, den ich jedem Musiker und jeder Musikerin empfehlen. Zu anderen Themen, musikalisch, wo auch im Management eine Rolle spielt. Und natürlich haben wir einen engen Austausch, und das haben wir verstanden, ja. Logisch. Wir haben einfach die Initialfinanzierung gemacht am Anfang. In Zukunft muss ich das aus den Mitgliedern tragen, und das wünsche ich von Herzen, dass das gelingt. Aber du würdest auch dort weiterhin Hand bieten, also weißt, wenn es ums Wissen geht? Oder natürlich. Wir haben auch einen Austausch. Ja, natürlich. Ich unterstütze das. Ja. Im Moment kann man sie unterstützen. Unbelauf. Ja. Ja, genau. Nein, das ist doch super. Wie oft dann sieht man die bald wieder einmal auf der Bühne? Gleichfalls. Nein, sag nie. Nein, das ist, irgendwie hat es sich für mich so. Ich mache auch gerne Musik, aber lieber im Studio und vor allem inzwischen. Und ja, anstatt halt das Wochenende irgendwo unterwegs bin, dann halt lieber daheim. So, family. Verständlich. Aber hast du sicher auch einen Look, wo Kinder frisch raus sind? So. Ich bin jetzt vom Typ her eher schon. Musiker. Ja, sicher haben wir das gemacht. Ja. Aber vom Typ her schon eher der Live-Musiker. Ja. Im Studio bin ich schwierig. Ja. Wir sollten nochmal ein Hybrid machen, oder? Ja. Ich rufe dir mal ein bisschen. Klar. Und du leihst mir nochmal deine Stimme. Mein Ohr. Ja, genau. Hey, nein, super. Danke vielmals, dass du vorbeikommst. Danke dir vielmals. Wahrscheinlich nicht das zweite Interview gewesen. Ja. Bis bald. Für die nächsten 30 Jahre. Danke, tschüss. Chris, merci. Ja. Das war schon Hamparest. Da bin ich. Da fehlt mir.